Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2 Lebendige Welt Staffel 3. Wie ihr gesehen habt, haben wir schon die Karte zu Ende erkundet, die Soraya und ich. Und wir haben jetzt einfach schon 100%. Und ich bin mal mega gespannt. Wir haben von Zentral-Tyria schon alles. Wir haben hier Herz von Maguma schon. Wir sind Lebendige Welt Staffel 2 durch. Die 3 jetzt. Bald kommt Staffel 4. Und Path of Fire heißt, wir kommen hier in die Wüstengebiete. Und ich freue mich schon sehr, aber worauf ich mich am meisten freue, ist auf die kommende Erweiterung, die in 2 oder 3, ich glaube am 20. August kommt die doch. Und ich freue mich schon sehr am meisten auf die Story, aber auch auf die Heimstätte, weil das ist genau das, was ich so sehr liebe, damals bei Hogwarts Legacy, bei Sims eh. Dieses Bauen, Einrichten, Dekorieren, das ist genau meins. Und ich freue mich da schon voll, wenn wir die Reittiere überall hinstellen können, andere Charaktere von uns dort drin sehen. Und ich bin super, super gespannt und freue mich da sehr. Freut ihr euch schon drauf? Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, wir haben in der letzten Folge, lasst mich überlegen, wir sind hier auf die Karte gekommen, weil wir Balthasar und das Artefakt. Genau, wir haben einmal eine Prüfung gemacht von der glänzenden Klinge und sind dann hier rüber gedüselt. Und haben die ganzen Herzchen schon gemacht. Und ich habe im Anschluss dann für mich alleine mit Plischert, glaube ich. Ich weiß es gerade aktuell nicht genau. Die Karte erkundet. Und ja, jetzt sind wir hier, betreten das Reliquiar des Abadons. Eine letzte Chance. Ich bin sehr, sehr gespannt. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir lassen uns überraschen. Oh, es sieht schon mal sehr interessant aus. Alle Reliquiare sind mit Energie versorgt. Ja. Das magische Netzwerk ist freigegeben. Ich sollte in der Lage sein, jetzt ins Reliquiar des Abaddon vorzudringen. Das ist doch gut. Oh. Oh, da müssen wir jetzt uns unterstürzen. Oh Gott. Dürfen wir... Oh, was ist hier? Ausweichende Helden. Okay, wir haben 2 Aufgaben, die wir machen können. Seid erfolgreich, ohne Blitzschaden zu erleiden. Oh Gott. Okay. Und Leichtfuß. Durchquert das Reliquiar des Abaddons, ohne dass jemand aus eurer Gruppe Schaden durch Feuerfallen erleidet. ja, da bin ich mir schon sehr sicher, dass wir das nicht hinkriegen aus der Gruppe, weil ich kann nichts unsichtbar machen. Und das wäre da sehr gut. Da könnte man mit dem Scrapper oder mit dem Mesmer sehr gut uns fortbewegen. Okay, ich sehe ein paar Leichenteile. Und... Hallo? Ah, da ist Kerida. Okay. Kommandeur, könnt ihr mich hören? Ich höre euch. Ich bin im Reliquiar des Abaddon. Äußerst gruselig. Ja. Wir sind unterwegs. Fangt nicht ohne mich an. Okay. Zu spät. Ich bin drin. Und wie ich diese Sequenzen... An diesem Ort hat der Zahn der Zeit genagt. Ja, ich werde mit dir irgendwo kommen. Jetzt blieb irgendwo was raus. Untersucht die Ruine. Okay, wir sehen, hier leuchtet was. Oh oh. Ihr habt irgendetwas angefasst. Interessant, dass sie das weiß. Ich wirke jetzt das Portal. Wo mache ich Ende. Das? Ihr wart plötzlich weg. Ah, okay, jetzt ist sie auch da. Okay, mich hat's erstmal voll umgehauen. Schön, dass ihr noch rechtzeitig gekommen seid. Ich hatte alles im Griff, es gab keinen Grund zur Sorge. Okay. Ich mache mir keine Sorgen. Ich plane. Und ich führe es aus. Sie plant. Das nicht. Gut ist mein. Okay. Halt wie ein Fels. Das soll ein Kampf sein? Welch ein Witz. Okay, okay, okay. Da ist jetzt ein Schutz. Er ist ah, noch recht okay, da hinten ist... Es ist Feuermagie. Keine Magie der Mossad. Göttermagie. Wenn der letzte Aspekt hier ist, ist Balthasar hier gewesen. Hauptmann, bleibt hier und bewacht das Portal. Sollte sonst jemand versuchen, es zu verwenden, müsst ihr es sofort schließen. Verstanden? Jawohl, Vorstreiterin. Ich werde versuchen, uns den Durchgang durch diese Tür zu ermöglichen. Das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Die bleiben da und ja, für uns geht's direkt los. Oh Gott. Ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen aus der Übung.
Ich habe immer nur Weekly, Daily gemacht, zwischendurch mal ein paar Local Raids mit der Gilde. Aber gar nicht so groß viel gespielt, weil der Sommer ist einfach da. Feuer. Ja. Und nicht so wenig. Sollte es je Zweifel gegeben haben, dass Balthasar hier durchgekommen ist, so geht er jetzt in Flammen auf. Könnt ihr es löschen? Ich kann es versuchen, aber es ist Göttermagie. Ja. Schaut doch einmal, ob ihr einen Weg hindurch findet. Ihr braucht eine Energiequelle. Okay, also es geht und es kommt. Okay. Okay. Oh, shit. Okay, das Feuer habe ich jetzt schon ausgelöst. Ach, gut. Okay. Wir haben eine Energiequelle. Also wenn man langsam macht und nicht dodgt, also man kann gemütlich da durchlaufen, ohne Feuer zu fangen. Oh, das war ein bisschen zu langsam jetzt. So. Schau mal hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht weiß, wovon ihr redet. Einen kleinen Moment. Das hat sich geändert. Na toll, vielleicht haben wir den falschen Energiekern gesetzt. Okay. Es geht von links nach rechts rüber. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich in der Zeit da durchrennen kann. Habe ich was zum Teleportieren? Ja klar, habe ich doch was zum Teleportieren. Ne? Teleportiert euch an den Zielort. Das würde knapp werden, aber es würde reichen bestimmt. Es würde reichen. Schnell. Ja, das war gut. Okay, gleich. Los. Okay. Wir setzen den rechten. Und wie hat sich jetzt... Ich habe noch nie erlebt, dass Anis jemandem so den Vortritt überlässt, wie sie es bei euch tut. Ich vermute mal, es handelt sich um Erpressung. Nein, nichts dergleichen. Okay. Das wäre schäbig. Wir sind alte Freundinnen. Das ist alles. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Also zickzack laufen. Okay, kriegen wir hin. Langsam, aber wir kriegen es hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay, wo ist die Kugel? Da hinten. Wieso bin ich so langsam? Ah, die Hitze hat unsere Bewegungsgeschwindigkeit gedingst. Okay. Sieht auch aus, als würde ich indizent irgendwie indirekt brennen die ganze Zeit. Okay, das haben wir aber auch. Oh Gott, jetzt wird's spannend. Wie hat sich's jetzt verändert? Das heißt, ihr seid gemeinsam mit Anis aufgewachsen? Ihr habt sie während der Rekrutenzeit getroffen, oder was? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Ich bin schon länger bei der Klinge als Anis. Oh Gott! Ich vermute, dass ihr das respektiert. Okay, es brennt hier immer. Dann brennt's da. Dann brennt es wieder vorne. Okay. Das schaut doch schon mal gut aus. Okay. Das sah gerade aus, als würde die Plattform mitbrennen wollen. Ich komme da vorbei. Okay. Stück für Stück. Kriegen wir hin. Wir schaffen das. Okay, haben wir geschafft. Sehr gut. Und jetzt? Anscheinend habt ihr es geschafft. Ja, aber wieso hört es nicht auf? Ja. Sie mussten sowieso wieder einmal gezupft werden. Geht weiter. Geil. Okay. Haben wir jetzt in der Mitte den Durchgang? Okay, sie rennt. Okay, wir rennen mit ihr. Wir rennen schnell mit ihr rüber. Okay. Okay, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Habe ich bei den anderen Folgen auch schon immer wieder gesagt, aber ich finde es interessant, das immer wieder mal neu zu sehen und das zu machen.
So, wo Geheimnisse sind wir jetzt? Innerhalb von Geheimnissen. Oh, hier sind wieder diese Teile. Typisch Abaddon. Ich kann mich um Balthasars Schutz kümmern, aber die Tür wird noch von etwas anderem versperrt. Ja, glaube ich aufs Wort. Wir untersuchen die Tür einfach riesige mal. Riesige Kugeln hier. Keine Ahnung, welche Funktion sie haben. Okay. Ah, für Wandverstärkung untersuchen. Sieht uralt aus. Wie irgendein Mechanismus. Ja. Und der da bestimmt auch. Durch den Mechanismus besteht eine Verbindung zu diesen Nebenräumen. Vielleicht findet sich in diesen Nebenräumen der Schlüssel, mit dem sich die Tür öffnen lässt. Okay, jetzt dürfen wir in den Nebenraum. Das sieht aus wie das Geröll am Eingang, nur größer. Hey, die Tür! Und schon ist sie zu. Habt ihr etwas gesagt? Ah, Feuer! Feuer! Ach nein, noch mehr Wächter. Hey, mach dir keine Gedanken um mich. Okay. Aufgeladen. Ja, klar. Oh mein Gott, okay. Was auch immer ihr getan habt, es hat gewirkt. Hat gewirkt, okay. Und an der anderen Seite haben wir bestimmt auch so ein Vieh. 100 Pro. Ein gutes Zeichen. Schauen wir einmal, was sich in dem anderen Raum befindet. Bestimmt auch so ein Teil. Dieser Bezirk ist heikel. Außerdem könnt ihr eine Horde Wächter im Rücken gar nicht gebrauchen. Also, sie sind erwacht? Von selbst, ja? Ihr habt nicht einfach schlafende Wächter zerhackt, um mir einen Gefallen zu tun? Das nehme ich jetzt persönlich. Allerdings werdet ihr euch nie sicher sein können. Feuer. Überall Feuer. Ich weiß, wir sind zwar auch mit Feuer ausgestattet, als hat sie so ganz viele kleine Viechen geholt. Erst Verteidigung, dann Angriff. Aber die ist ein bisschen harmloser. Finde ich. Stärker als stark. Haben wir auch. Huh. Eine Kugel hat aufgeleuchtet. Ja. Jetzt leuchten beide Kugeln. Und der Schutz ist deaktiviert. Ich probiere einmal die Tür aus. Ja, mach du mal. Probier du die Tür. Und ihr habt gedacht, die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen. Das hätte ich nie gedacht. Oh, schon gut. Das war ich wohl selbst. Frickerida in die Vorkammer. Da ist das Dings da. Das Auge von Yantir. Dort. Los! Oh, es ist böse. Was kann ich mit dem Stein Unsere machen? What? Oh mein Gott! Vielleicht kann ich das Biest verlangsamen, ohne es zu töten. Ja. Aber passt bei allem, was ihr tut, auf, dass ihr es nicht tötet. Das ist genau, was ich gerade sagte. Hört ihr mir denn gar nicht zu? Entschuldigung. Okay. Habt ihr gerade etwas gesagt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So mache ich das. Was ist mit diesen Steinen hier? Mann. Setzt Verwüstung ein, um Gegner in einen stetig wachsenden Ring zu schaden. Kann man die mit den Dingern hauen? Mit den Steinen? Oder warum liegen die hier rum? Jetzt in Ruhe. Wir gehen weiter. Sehr schön. Es hat uns am Leben gelassen. Es muss erkannt haben, dass in uns der wahre Blick schlummert. Ich weiß ja nicht, ob das so stimmt, was ihr da von sich gibt. Ihr und ich, wir sind auserwählt.
Oh. In seiner Gegenwart werden wir Lazarus sehen können, wenn er erneut ersteht. Wäre Lazarus sonst unsichtbar? Und das ist die Erkenntnis, die ihr daraus gewinnt? Ja, das ist so eine Mossad-Sache wie das Schweben und die Unsterblichkeit. Damit ließ ich mal Eindruck schinden. Wir dürfen das Auge nicht verlieren. Wo ist es? Nur Geduld. Es wird hier irgendwo in der Nähe sein. Schaut, dort ist der letzte Aspekt. Balthasar ist allerdings nicht in Sicht. Verflucht, aber das sind so komische Dinger. Nein, kein Balthasar. Geht es euch gut? Ja. Ich habe schon sehr lange auf diesen Moment gewartet. Also, wie lautet der Plan? Nicht, dass die Böse wird am Ende. Die Aspekte, sodass wir sie gut beobachten können. Wärt ihr so nett? Müssen wir irgendeinen Zauber wirken? Wenn es nach der Legende geht, dann nicht. Allein schon die Tatsache, dass die Aspekte alle zusammen sind, sollte dafür sorgen, dass sie verschmelzen. Und zwar jetzt jeden Augenblick. Was? Okay. Ganz ruhig. Ich habe die wahre glänzende Klinge dabei. Sie wird seine Verteidigung schwächen, damit wir ihn töten können. Oh, nun bin ich aber erleichtert. Ein Kampf gegen einen Mossad und ihr habt tatsächlich das ganz große Messer mitgebracht. Es handelt sich um ein Relikt. In diesem alten Ding stecken Jahrhunderte an Geschichte und Magie. Die in ihm eingeschlossenen Schreie des weißen Mantels lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Habt ihr schon einmal versucht, mit eurem schicken Schwert auf die Aspekte einzuhauen? Unzerstörbar, gut und schön. Aber vielleicht verpasst es ihnen zumindest eine Delle. Ich habe auf den perfekten Moment für so etwas gewartet. Es ist an der Zeit. Seid ihr bereit, eine Prophezeiung zu erfüllen? So bereit wie schon lange nicht mehr. Augenblick mal. Was? Schon gut. Seid einfach bereit. Das wird kein Kindergeburtstag. Was genau möchtet ihr damit sagen? Ich meine, dass nur wir beide dieser tragischen Geschichte ein Ende setzen können. Lazarus wird nicht so einfach zu besiegen sein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Okay, also wir haben hier so ein, nennt man das nicht Pektogramm auf dem Boden irgendwie sowas? Nennt man das nicht so? Wir haben vier Aspekte mit vier Sternchen. Müssen wir die einfach irgendwo reinlegen? Ist das egal, wo ich die reinlege? Müssen die an einem bestimmten Platz sein? Das werden wir jetzt gleich mal rauskriegen. Ich habe es jetzt irgendwie einfach genommen und irgendwo hingesetzt. Bisschen Schiss habe ich ja. Was passiert jetzt? Was macht sie? Was machst du? Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Es geschieht bereits. Kommt schon, Lazarus. Oh, guck mal, sie hat das Schwert ins Buch gerammt. Oh. Da ist er. Endlich. Aber das ist jetzt doch der Richtige. Was ist? Ein weiterer Verrat durch die Menschen? Was? Hallo, werte Nemesis. Livia, ihr seht gut aus. Für einen Menschen eures Alters heißt das. Ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Was? Oh, diese Haare. Livia? Ich habe euch erwartet. Oh mein ihr Gott. Ihr habt euch nach mir verzehrt. All die Zeit. Ihr werdet schon sehen. Er muss euch mit jemandem verwechseln. Das glaube ich nicht. Später. Er versucht sich erneut zu teilen. Das können wir nicht zu. Zerstört die Aspekte, bevor sie sich befreien. Wir dürfen sie jetzt nicht verlieren. Vielleicht bringt das schon. Müssen wir das vielleicht hier unverwundbar dann machen? Komm mal zu mir, los. Ja, das hat geklappt, glaube ich. Also wenn ich es richtig sehe, müssten wir dieses Aspekt in diese Dinge reinmachen. Oh, das war falsch. Und dann... Leiden sollt ihr. Kommt da so eine Mini-Lazarus-Lay-Anomalie. Die Wut ist mein. Gehen soll. Da ist jetzt so ein Mini-Lazarus.
Ui. Stein und Bein. Diese Schilde. Ja. Ich habe da eine Idee. Gib welche? Diese Undankbarkeit. Ich habe Kreiter vor den Char gerettet. Wisst ihr das nicht mehr? Ich erinnere mich noch gut an jede Einzelheit. Ihr habt uns nicht gerettet. Ihr habt uns versklavt. Ja. Livia, konzentriert euch. Und jetzt? Da hinten ist noch so ein Luftelementar. Aufgeladen. Blitzstrahl. Das war ein Knaller. Okay, sie ist fast beim Viertel. Ich habe keine Ahnung, was sie da genau treibt. Aber wenn es funktioniert, wieso nicht? Heiß. Ah, jetzt können wir den angreifen. Nice, hat sie gut gemacht. Ich hoffe, sie bleibt weiterhin auf unserer Seite. Okay, den haben wir. Hier ist noch so ein Mini-Luftelementar. Okay. Das macht sie jetzt... Ah, okay, das macht sie jetzt auch auf der anderen Seite. Habt ihr Kinder? Nee. Urenkel? Kalte Kraft. Nein. Wie traurig. Mit eurem Tod stirbt auch euer Blut aus. Ihr habt eine Lebenszeit an mich verschwendet. Euer Tod ist es wert. Sie ist fast bei der Hälfte, okay. Heiß. Aufgeladen. Lass ihn in Ruhe. Oh. Ja, wo geht er denn hin? Aufstand angezettelt. Stein und Bein. Okay. Jetzt dürfen wir gegen ihn kämpfen. Okay, er macht mich einfach tot. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Oh mein Gott, diese Kugeln, die sind fürchterlich. Erst Verteidigung, dann Angriff. Aufgeladen. Luft. So mache ich das. Mist. Ja. Euer letzter Atemzug wird mir Tränen der Freude in die Augen treiben. Hexe. Da ist das Schwert. Ihr konntet damals nicht hindern und ihr werdet es auch heute nicht tun. Na, weil ich bin nicht so sicher, mein Freund. Ich habe euren Vorfahren ein Versprechen gegeben. Mein Tag wird kommen. Ihr seid nicht unsterblich. Und jetzt? Springt auf Lazarus zu und endet dieses ganze Teil. Mossad! Ich bin... Ja? Schon vergessen. Schaut mir ins Gesicht. Ich, haben wir ihn echt Livia, jetzt geschafft? Verteidigerin von Kreiter. Ich bin Zeugin eures allerletzten Todes. Wahnsinn. Tatsächlich. Und jetzt? Bist du jetzt lieb oder bist du böse, du Ding? Die Mossad sind nun ausgelöscht. Geht es euch gut? Es wird mir schon wieder besser gehen. Das ist alles ein bisschen überwältigend. Ihr kennt euch von früher, nicht wahr, Livia?
Ihr glaubt dem Gestammel dieses Irren? Interessanterweise tue ich das. Es erklärt, warum Anis euch den Vortritt lässt. So wie es ein erwachsenes Kind einem Elternteil gegenüber tun würde. Die glänzende Klinge ist meine Familie. Ich hoffe, dass ihr dieses Geheimnis für euch behalten werdet. Um ihretwillen. Ich habe einen Eid abgelegt. Meine Lippen sind versiegelt. Allerdings bin ich neugierig. Wie genau? Möchtet ihr nicht lieber das Auge von Yantir über Balthasar befragen? Wie? Das ist möglich? Beeilt euch dabei besser. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen wird, jetzt, da seine Meister nicht mehr sind. Was soll ich tun? Stellt eure Frage und berührt es. Ich werde mich bereithalten. Ihr wisst schon, für den Fall des Falles. Nun gut, wird schon schief gehen. Er sucht das Auge von Yantir um Antworten. Ich bin mal sehr gespannt, ob Auge von Yantir auch in der neuen Erweiterung eine Position bekommen hat, so eine kleine Rolle. Ich bin mal sehr gespannt. Wo ist Balthasar? Zeigt mir den Gott des Krieges und des Feuers. Nichts ist. Oh, es geht los. Okay. Oh Gott, okay. Okay. Ach, du liebe Leute. Okay. Oh, es geht weg. Und danach kam nur noch das Nichts. Der letzte Atemzug eines mordlüsternen Volkes. Die sechs seien gelobt. Die Flammen. Balthasar. Gut, anscheinend werde ich als nächstes die Kristallwüste aufsuchen. Nicht schlecht. Kristallwüste heißt, wir haben Lebendige Welt, Staffel 3, meine ich jetzt offiziell abgeschlossen. Story-Kapitel abgeschlossen, genau, am Ende des Pfads. Nächstes in der Chronik anzeigen, genau, wir sind jetzt offiziell in Path of Fire und da kriegt man unendlich viele Reittiere. Man kriegt zum einen, damals hat man den Raptor bekommen, den Hasen, den Schakal, aber da die das ja alle so ein bisschen umgestellt haben, was ich sehr gut finde, kommt man schneller an die Reittiere, denn man bekommt zum Beispiel den Raptor schon, für die, die das noch nicht wissen, direkt, sobald man Level 10 ist und man eine Erweiterung gekauft hat. Ich meine, da ist es unabhängig, ob man jetzt HOT gekauft hat, Path of Fire oder End of Dragons oder Secret of the Obscure. Und man kommt auch schneller an den Hasen. Wir haben den zum Beispiel damals bekommen, als wir End of Dragons gemacht haben, die Geschichte, und haben in Neukainieng, ich meine in dieser einen Großstadt, Herzen gemacht haben, wo man so Raupen mit dem Hasen irgendwie platt machen muss. Und da haben wir den Hasen dann freigeschaltet. Alles sehr, sehr cool gemacht, heißt man kommt einiges schneller, aber man kriegt auch über die Kristallwüste immer noch ganz normal das Häschen dann zugeteilt. Aber ja, wir haben es geschafft, Lebendige Welt Staffel 3 ist fertig. Wir haben es geschafft, ich habe leider... Ich glaube, das ist 23. Es ist Folge 23, genau. Ja, dann hoffe ich, dass dir der Part soweit gefallen hat. Wir haben noch einen Brief bekommen. Captain Alan Keel von der Keel. Okay. Der Konflikt in der Kristallwüste schwappt allmählich über nach Zentaltyria. Denn jeden Tag strömen mehr Flüchtlinge nach Löwenstein. Königin Jenna hat bereits eine Gruppe Diplomaten aus Götterfels entsandt. Ihr und ich, wir haben ein paar gemeinsame Interessen. Ich würde sagen, ich würde sie gern unter vier Augen mit euch besprechen. Ich denke, wir können einander helfen. Sucht mich in meiner Schreibstube auf, sobald ihr könnt. Okay, klingt gut. Ich freue mich drauf. Wir werden jetzt einmal hier noch mit... Ich muss los, aber ich kann nicht leugnen, dass ich neugierig bin. Mit ihr noch einmal. Wie ist es mir nur gelungen, die ganze Zeit hindurch meine jugendliche Figur zu behalten? Wer seid ihr wirklich? Wo wart ihr? Was habt ihr getan? Mich dem Magischen hingegeben.
Und ja, ich bin Livia. Mithilfe eines Artefakts namens Zepter von Or ist es mir gelungen, mein Leben zu verlängern. Ich war mit meiner glänzenden Klinge zusammen, habe mich unters Volk gemischt. Habe ein offenes Versteckspiel betrieben, wenn ich nicht auf der Suche nach den Aspekten war. Ich habe auf den Moment gewartet, Lazarus ein für allemal ein Ende zu setzen. Für meine Königin und für mein Königreich. Nun, das habt ihr erreicht. Wir haben es erreicht. Es ist vorbei. Und was macht ihr jetzt? Ich habe Anis versprochen, dass ich nach dieser Angelegenheit alles etwas langsamer angehe. Ich möchte reisen, etwas älter werden. Aber ich werde euch nie vergessen. Ich euch auch nicht. Ich muss gehen. Es gibt da etwas, was ich erledigen muss. Es tut mir leid. Ihr seid doch hier? Ich dachte, ihr wäret schon längst gegangen. Zieht los. Rettet die Welt. Rettet Tyria. Okay, wow. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dann doch irgendwie böse wird. Aber ja, sie hat es sich verdient nach der ganzen, weil man weiß ja jetzt nicht, wie viele Jahrhunderte oder Jahre das jetzt her ist. Sie hat es auf jeden Fall verdient. Aber wir haben es uns jetzt verdient, diese Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich fand es mega cool. Der Kampf war ein bisschen tricky an manchen Stellen. Aber es hat soweit funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall nächsten Montag dann wieder im ersten Kapitel bei Path of Fire. Ich freue mich schon sehr. Wir haben viele Karten. Wir können ja mal einmal hier gerade drüber gucken. Wir haben, wie gesagt, von hier geht's los. Die Kristallwüste, dann kommt das Ödland, also Elon Flusslande so ein bisschen. Wie heißt die Karte hier? Das ist Ödland. Elon Flusslande, genau. Hier ist die Kristallwüste. Das teilt sich so ein bisschen auf. Kristalloase und Wüstenhochland. Und dann haben wir hier noch den Schwefel-Einöde-Gedönsis und das geht, aber hier ist dann wieder lebendige Staffel 4. Wir haben schon mal 4 Karten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich freue mich schon sehr drauf, die mit euch zu erkunden, die Geschichte zu spielen, zu gucken, okay, was ist mit Balthasar los? Aber wir werden uns jetzt erstmal in Löwenstein dann wiedersehen und ich hoffe, dass es dir soweit gefallen hat. Würde mich sehr freuen über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.